Hallo Freunde, ja, nachdem mich so viele gefragt haben, wie kann ich denn diese Kaffeebutter auch ohne Sous-Vide-Zubehör zubereiten, herstellen. Deswegen habe ich jetzt ein Video gemacht, und zwar das folgende, wie man es ganz einfach und einfach nur im Ofen macht. Also, schaut selbst! Und hier die Zutaten. Wir haben 250 Gramm Kaffeebohnen, Sorte nach Wahl, 500 Gramm Butter, gesalzen, ganz wichtig. Und an Zutaten brauchen wir einen Zipbeutel, einen Tiefentopf, ein Sieb und Behältnis oder Behältnisse zum Abfüllen. Des Weiteren habe ich meinen Ofen vorgeheizt. Der sollte so zwischen 45, maximal wirklich 50 Grad haben. Bei mir sind es im Moment 44. Und ja, los geht's. Wir öffnen den Zipbeutel und geben die Bohnen hinein. Und unseren Butterblock schneiden wir schon mal in kleinere Würfel. Hat den Vorteil, dass die natürlich dann schneller schmilzt. Und geben diese Blöcke zu unserem Kaffee. So, das Wasser ist auch auf 50 Grad erwärmt. Jetzt drücken wir den Beutel hier herunter. Und verschließen den Beutel. Nehme mir hier meinen Stößel vom Mörser zum Beschweren. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. So, 4 Stunden vorbei. Jetzt holen wir den Topf mal hier raus. Nehmen alles raus, was zum Beschweren gedient hat. Jetzt nehmen wir uns hier eine Schüssel und schneiden den Beutel auf. Und geben jetzt den Inhalt in ein Sieb. Jetzt lassen wir das Ganze noch etwas abtropfen. So, die Bohnen jetzt etwas anpressen, damit wir auch wirklich alles an Butter durchs Sieb kriegen. Jetzt warten wir noch etwas, bis alles so durchgelaufen ist. So. Und jetzt nehmen wir uns ein Behältnis und wir brauchen auch bloß eins . Streichen noch mal die Schüssel schön aus und schon ist unsere Kaffeebutter einfach nur im Ofen hergestellt fertig . Wem das Video gefallen hat, gebe mir einen netten Kommentar. Wer einen Daumen nach oben gibt, auch gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.